Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Sonntag und ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Kamera. Sie will nicht so recht fokussieren. Ich glaube, jetzt geht's. Ich habe mich gerade ein bisschen fertig gemacht, bin eben auch erst aus dem Bett gefallen. Ich glaube, ich sehe auch noch so ein bisschen im Vorschlafen aus. Heute ist ein besonderer Tag und zwar machen Philipp und ich uns jetzt auf den Weg und wir ziehen mein Büro um/aus. Das heißt, ich werde mein Büro, mein Studio auflösen. Ich glaube, ihr könnt euch vielleicht noch an den Vlog erinnern, wo ich vom alten Studio ins neue umgezogen bin. Und ich habe tatsächlich im neuen Studio kaum Zeit verbracht. Ja, natürlich wegen Corona und so. Und ich war direkt bevor Corona so publik wurde in Deutschland, war ich ja auch sehr, sehr krank. Relativ lange. Und war da auch schon mal sehr, sehr lange nicht im Studio, weil ich eben da selber schon sehr, sehr strikt allen Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten hatte, was im Nachhinein eine sehr, sehr gute Idee war. Sprich, da war ich Anfang des Jahres im Februar auch schon mal bestimmt fast einen Monat wegen Krankheit nicht im Studio. Und am Anfang war ich wegen der Überlappung nicht so oft, beziehungsweise auch wegen Jimmy und Weihnachten, weil da ging es ihm ja auch noch nicht so gut. Und es war irgendwie alles so total, es wollte einfach nicht sein. Und ich bin halt einfach trotzdem so ein bisschen traurig. Nicht, dass es jetzt super schlimm wäre oder so, aber irgendwie sehe ich es schon so als kleinen Rückschlag, weil diese Idee von diesem Studio und von dieser ganzen Community dort hat mir halt total gut gefallen. Und ich wäre mega gerne ein Teil davon richtig gewesen und geworden. Und am Ende hat es aus unterschiedlichsten Gründen nicht geklappt. Ich konnte mich selber auch nicht so gut integrieren. Auch in der Zeit, wo es möglich gewesen wäre, hinzugehen, habe ich irgendwie nicht so richtig mich so auf persönlicher Ebene versucht zu integrieren, weil ich irgendwie da zu schüchtern oder zu introvertiert war. Und ja, now we're here. Wir haben ein Auto gemietet für eine sportliche Stunde und hoffen, dass wir das schaffen. Danach kommt der ganze Krams in die Wohnung. Ich habe hier gerade schon angefangen umzusortieren, deswegen sieht es eh schon mal mega schlimm aus. Gleich wird es noch schlimmer aussehen. Und dann haben wir noch mehr Kram in unserer Schuhschachtel, der eigentlich nicht hier reinpasst. Und dann wird es aufregend und spannend, weil, ja, Philipps ganze Arbeitssachen sind ja auch momentan hier und allgemein. Also die Wohnung wird einfach ganz schön voll. Naja. Aber jetzt nehme ich euch erstmal mit und wir ziehen mal wieder gemeinsam um. Nochmal eine kleine Office-Tour. Ich saß hier. Seht jetzt nicht mehr so viel von. Dann saß hier noch eine Person. Hier manchmal eine Person. Hier saßen meistens so drei Personen. Und hier meistens ein bis zwei Personen. Und das hier war eher wie so ein Coworking-Tisch. Und hier ist auch irgendwie mein Stuhl hingewandert. Und ich weiß nicht warum. Aber ja. Das ist das Office. Und ich hatte echt einen schönen hellen Platz da direkt am Fenster und einen sehr, sehr großen, langen Tisch. Naja.
diesen Stressful Alarm werde ich nicht vermissen. Ich glaube, hier geht die Tür von alleine ganz zu. Hast du nochmal geguckt? Yes, thank you. Tschüss. Made it. Wir sind gut in der Zeit, by the way. Ja. 20 nach. Ja, ist doch super. Besser als 20 vor. Quasi noch 40 Minuten Zeit, um zum IKEA zu fahren. Zum IKEA zu fahren und Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen. So, die Sachen sind jetzt im Hausflur. Ich bin mega hungrig und immer noch müde, aber das Größte ist geschafft. Philipp bringt gerade das Auto weg, der ist gerade weggefahren. Und ich glaube, ich versuche jetzt schon mal das erste hochzutragen, damit der Flur nicht voll steht, falls irgendwelche Nachbarn runterkommen. Angefangen zu regnen ohne Ende. Ich zeig's euch mal. Und wir haben gerade was zu essen bestellt. Haben wir jetzt in letzter Zeit echt nicht mehr so oft gemacht. Man sieht es überhaupt nicht, aber es schüttet wirklich sehr. Und es war so ein bisschen als Dankeschön an Philipp gedacht. Und ich bin aber auch ein bisschen excited. Das ist von einem Café, wo ich selber schon länger hin wollte und noch nie war. Nur vegan. Deswegen bin ich mal sehr excited, wie das ist. Und wie sieht's aus? Nicht gut. Er meinte schon so, ja, one of the boxes ist open. Oh fuck. Und wir sollen anrufen bei Delivery, wenn es nicht okay ist. Oh nein, das ist eine geleakte Acai Bowl, das sehe ich jetzt schon. Okay. Das war das Ergebnis von unserer Gönnung. Und, wie zufrieden bist du mit der Gönnung bisher? Nee, geht so. Geht so? Was war hier drin? Mushroom Roll oder irgendwas. Okay. Perfekt. Bevor es jetzt mit dem Book Club losgeht, mache ich noch ein super schnelles Workout und dafür nutze ich diese App, die ihr vielleicht kennt. Ich glaube, 7-Minute Workout App heißt sie. Ich zeige es euch nochmal, das ist die hier mit der 7. Ja, und die finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ich benutze die kostenlose Variante, kann ich euch also auch sehr empfehlen. Ich bin jetzt fast ready für den Book Club, aber ich habe gerade schon mal alles vorbereitet, was ich danach direkt noch im Rahmen meiner Abendroutine machen möchte. Und zwar Bed of Nails mit Meditation. Daneben liegt mein 5-Year Journal. Hier ist gerade noch überall ein bisschen Wäsche am Trocknen. Und dann habe ich mir auch die Skincare, die ich danach auftragen möchte, hier in der Reihenfolge hingestellt. Sehr, sehr, sehr gut vorbereitet.